Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Jurassic World Evolution. Und heute schauen wir uns zwei neue Spezies für das Spiel an. Und die erste ist diese hier. Das ist der Bahariasaurus. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Habe ich nämlich vorher noch nie so gehört. Ich muss sagen, der sieht wirklich super, super böse aus. Der hat ein ganz markantes Gesicht und einen ganz markanten Kopf und richtig spitze, lange Zähne. Mir gefällt aber der Skin sehr, sehr gut. Der passt auch gut hier in die Schneelandschaft, die ich gerade installiert habe. Boah, sieht der böse aus. Und dann überall diese Stacheln oben auf dem Rücken. Das ist schon krass. Ich kann ja einmal kurz pausieren. Und uns den nochmal von näher angucken. Also er ist nicht der allerhochauflösendste. Also so ein bisschen pixelig ist er schon. Aber es ist völlig ausreichend, so wie es ist. Muss man sagen. Guckt euch mal das Gesicht an, wie das aussieht. Hat auch hier so... Sind das Narben? Sieht echt krass aus. Die Zähne sind heftig. Ich habe halt jetzt keinen Vergleich und weiß halt nicht, wie der in echt aussah, aber ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob der in echt auch wirklich so schlimm aussah. Was, also mit schlimm meine ich krass, ne? Also der sieht ja echt böse aus. Hat ja auch nochmal so Narben. Ah, da seht ihr sogar den Namen. Bahariasaurus. Das ist übrigens echt krass momentan. Wir bekommen fast tagtäglich mindestens eine neue Spezies. Wenn nicht sogar mehrere. Ich komme da gar nicht mehr hinterher, die Videos zu machen. Also es gibt noch viele, viele mehr neue Dinosaurier. Jetzt könnt ihr ihn nochmal trinken sehen. Bin gleich mal gespannt, wie der im Kampf sich schlägt. Ich habe keine Ahnung, welche Animation der genau benutzt. Das konnte man bis jetzt sehr, sehr schlecht erst erkennen. Aber ich kann euch den jetzt auch mal kurz im Entwicklungslabor zeigen. Da haben wir den natürlich auch hier. Bahariasaurus. Auch mit einem wunderschönen Bild, was sich ziemlich gut einfügt in das Gesamtbild von Jurassic World Evolution. Und dann können wir auch mal einen anderen Skin auswählen. Und mal schauen, ob da auch Unterschiede sind. Ich nehme mal Sumpf. Dann bin ich mal sehr gespannt. Oh, der sieht halt wirklich ganz anders aus. Richtig cool. Ich kann tatsächlich auch die Sounds nicht zuordnen, muss ich sagen. Also den Schrei. Aber es gibt halt auch sehr viele Theropoden. Es kann natürlich auch ein selbst eingefügter Sound sein. Klingt aber sehr, sehr gut, muss man sagen. Ich weiß halt jetzt nicht, ob die gegeneinander kämpfen oder nicht. Das könnte natürlich passieren. Aber der Skin so an sich sieht auch cool aus. Der ist halt mehr so ein bisschen grünlich und passend für den Sumpf. Ein weiteres Muster schauen wir uns nochmal an. Das ist jetzt lebhaft. Der passt auch sehr gut hier in die Schneelandschaft. Ist halt sehr, sehr hell. Ich glaube, ich werde irgendwann mal alle Spezies, die man neu in das Spiel einfügen kann, installieren und dann mal ein Video oder Park mit euch da mitbauen. Ich glaube, wir kommen jetzt schon echt nah an die 100 ran, dass wir insgesamt 100 verschiedene Spezies im Spiel haben. Finde ich mega heftig. Also die Modding-Szene momentan für Jurassic World Evolution ist einfach nur insane. Oh, die haben sogar nur eine soziale Gruppe von maximal 2. BZ3 freigelassen, das heißt, die sollten gleich gegeneinander kämpfen. Eine ziemlich gute Bewertung hat er auch. Und 104 und 45 in Angriff und Verteidigung. Das ist ganz schön viel. Aber er sieht ja auch dementsprechend böse aus, ne? Muss man sagen. Wir schauen uns den jetzt sowieso im Kampf erstmal an. Wegen
Anki. Die Animationen sehen sehr gut aus. Ich glaube, der Anki wird gar keine Chance haben. Ich glaube, der Schrei ist neu. Den habe ich so halt wirklich noch nie gehört. Wie cool sein Artgenosse da im Hintergrund zuschaut. Ja, er hat keine Schnitte, der Anki. Der Kopf ist unten. Und der Schrei ist auch übel. Also der Bahariasaurus gefällt mir richtig, richtig gut. Aber wir haben heute sogar noch einen zweiten Kandidaten. Das ist der Nanooksaurus. Sieht so ein bisschen aus, aber ich kann gleich mal ein bisschen näher ranzoomen, wie ein kleiner T-Rex, beziehungsweise wie so ein kleiner U-Tyrannus von Ark. Weil der hat auch so ein cooles, oder so ein bisschen Federn hier. Aber wenn ich jetzt so ranzoome, muss ich sagen, dass es noch nicht ganz so schön umgesetzt ist. Aber für so eine Schneelandschaft natürlich sehr passend, wenn die ein bisschen gefiedert sind, die Saurier. So ein kleiner Dicker ist das. Sieht sehr interessant aus. Der auch in die Knie geht beim Fressen. Lustig. Der hat auch diese Fressensanimation. Dass er das Essen da so runterpickt. Aber ohne die Arme halt. Sehr cool. Habe ich so auch noch nie gesehen. Oh, ich glaube, jetzt büchst du direkt aus. Das gibt's ja gar nicht. Na, diese kleinen Dinosaurier, die schaffen es irgendwie immer, hier einen Weg rauszufinden. Aber wir schauen uns natürlich auch noch ein paar andere Skins an. Ich zeige euch den jetzt erstmal hier im Menü. Den findet ihr dann hier. Das Bild ist auch ganz okay, aber fügt sich nicht ganz so gut ein wie das von dem Bahariasaurus. Das seht ihr hier. Und dann das hier ist der Nanooksaurus. Und hier oben seht ihr die Gesamtzahl. Ich glaube, da können wir echt schon fast, ja, zumindest an die 90 oder so rankommen, wenn wir alles installieren. Werde ich mal irgendwann ausprobieren. Aber jetzt lassen wir den erstmal mit einem anderen Skin frei. Dann nehmen wir mal Waldland. Das könnte cool aussehen. Bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Der hat aber auch irgendwie so Animationen von einem ganz, ganz kleinen Fleischfresser, glaube ich. Aber die sind super gut angepasst. Also dafür, dass der ein bisschen größer ist. Weil der ist ja auf jeden Fall größer als ein Trodon oder sowas zum Beispiel. Aber rennt jetzt auch hier straight aus dem Gehege raus. Aber das Grün sieht auch nice aus, muss ich sagen. Halt nur die Auflösung ist nicht ganz so schick. Wenn man da nah rangeht, dann sehen die Härchen halt nicht mehr so schön aus. Aber vom Weiten ist das schon nice. Einen weiteren Skin schauen wir uns auch hier noch an. Das ist jetzt der Wüstenskin. Wir können jetzt übrigens nicht mehr ausbüchsen. Ich habe dafür gesorgt mit einem Zaun. Aber ich will die auch gleich mir nochmal beim Kämpfen ansehen. Und dann wäre es natürlich irgendwie doof, wenn die hier ständig ausbüchsen. Ich gehe mal davon aus, dass sie auf jeden Fall als kleiner Fleischfresser ins Spiel kommen, so wie die zumindest von der Größe sind und wie die laufen und von den Animationen her. Deshalb werde ich da jetzt auch mal einfach einen Raptor oder sowas freilassen. Obwohl, wir können vorher erstmal gucken, was für Werte der denn hat. Oh, 78 Angriff, 22 Verteidigung. Ich glaube, das ist ganz schön viel für einen kleinen Fleischfresser. Die Bewertung hat er auch eine sehr gute. Und wie sieht das aus mit... Oh, soziale Gruppe nur 1 bis 3. Das heißt, mit meinen 3 bin ich hier schon am Maximum angekommen. Und das Trinken hatten wir auch noch gar nicht angeguckt. Das sieht ja auch sehr gut aus. Erstmal jetzt hier einen kleinen Snack für den Nanooksaurus. Kommt da schon angelaufen. Ein lecker Homalocephale. Oh, das sieht ja böse aus.
Aber die Animation hat sehr, sehr gut funktioniert. Also sieht ja super aus. Der Schrei ist ein bisschen weird, muss ich sagen. Also ich glaube, der müsste so ein bisschen dumpfer sein. Passt nicht so ganz zu dem. Und er schläft mit offenem Auge. Aber das ist ja bei vielen Mods so, dass sie mit offenem Auge schlafen. Jetzt sehen wir ihn natürlich auch nochmal im Kampf gegen einen würdigen Gegner. Einem Dilo. Also Marvel sollte er von der Größe her den Dilo easy schaffen. Ist ganz schön flink, der Nanosaurus. Wird jetzt hier angespuckt. Der Dilo, der wehrt sich ordentlich. Er blutet sogar. Ist ganz schön ausgeglichen. Oh, das war ein tödlicher Treffer, glaube ich. Jo, den bringt er zu Boden. Das war's mit dem Dilo. Sehr, sehr cool. Also die Animationen funktionieren echt gut. Ja, Leute, die beiden Mods, die ich euch heute vorgestellt habe, sind natürlich beide in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Dort könnt ihr die dann mal selber ausprobieren. Unter anderem dann auch die anderen Animationen. Und natürlich auch die anderen Skins. Ich muss sagen, dass mir beide Mods richtig gut gefallen. Ich hoffe, dieses Video hat euch Spaß gemacht. Falls ja, würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.